Hallo, mein Name ist Björn Pankratz und wir sind hier bei Piranha Bytes. Ich führe euch heute durch unsere Firma. Kommt mal mit. Gut, dann gehen wir hier mal rein in unseren Eingangsbereich, Eingangshalle. Wir haben hier so einige Preise von uns drapiert, die wir mal gewonnen haben. Wir haben diese ganz alten Glasvitrinen, wo man immer gegenstößt. Und wenn man von einem Bereich in den anderen rein will, dann kann das schon mal sein, dass irgendwie die Dinger verrutschen und der ganze Kladderadatsch runterfällt. Dann stellen wir den immer notdürftig wieder auf, deswegen sieht das manchmal ein bisschen chaotisch aus. Wir gehen jetzt hier mal in den ersten Raum rein. Das ist hier mal der Levelbereich, da werden die Welten gebaut. Hier sitzen die Leute, die die Welt basteln. Das heißt also, die sich um Texturen kümmern, die sich um die Heißmap kümmern, die die ganzen Objekte in die Welt setzen, die ganzen Felsen, die ganzen Strukturen, wie die Topologie funktioniert und auch das Outsourcing-Management von einigen Sachen, wie zum Beispiel die Architektur von irgendwelchen Burgen oder halt größeren Gebäuden oder auch Sachen wie Tisch, Stuhl und so weiter. Das wird alles hier gefertigt und dann entsprechend in die Welt eingesetzt. Zu den Waffen, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht mehr, wer damit angefangen hat. Ich glaube hier der Paul, der hatte als erster mal so einen Revolver und so ein, zwei Gewehre zu Hause. Und irgendwann habe ich mir auch mal selbst eins bestellt und das dann mit hier in die Firma gebracht. Und dann haben wir die Kontrolle verloren. Ja, ist halt so ein bisschen eskaliert, wie man sieht. Mittlerweile hat, glaube ich, jeder aus diesem Raum, außer der Mario, eine eigene Waffe hier. Jetzt gehen wir mal ins nächste Zimmer. Das ist sozusagen das Herzstück unserer Firma, weil da die meisten Leute arbeiten und weil die sich um die wichtigste Sache kümmern, um unsere Engine. Der Programmierbereich. Weil hier auch die meisten Leute arbeiten, das ist auch das größte Büro. Ja? Und man kann hier sehen, dass auf den Rechnern meistens immer irgendwelche Textzeilen zu sehen sind. Das ist relativ unspektakulär. Für die Jungs sicherlich nicht, aber wir aus dem Story-Bereich zum Beispiel finden das jetzt nicht so sexy. Da wird hier einmal die Engine programmiert und wir sind auch im Bereich Konsolenentwicklung hier unterwegs. Das heißt, hier werden auch Portierungen gemacht. Tja, hier ist eigentlich immer ziemlich laut, wenn nicht gerade eine Kamera da ist. Also Risen 3 war wohl das anspruchsvollste Projekt, an dem ich bis jetzt mitgearbeitet habe, weil es einfach riesengroß ist, es ist nonlinear, es ist einfach, es gibt unzählige Möglichkeiten. Also Programmieren ist im Endeffekt ist eine Leidenschaft von mir, seitdem ich 12 bin und seitdem ist es mir auch nie langweilig geworden. Weil unsere Büros ein Mehrfamilienhaus eingebaut sind, müssen wir jetzt die Treppen hoch zum nächsten Bereich, dem Story-Bereich. So, was machen wir denn eigentlich hier? Also, das hier ist der Story-Bereich, das ist ein Raum, wo mehrere Leute sitzen. Und was wir hier machen, ist Dialoge schreiben, Quests designen, Püppchen in die Welt stellen, den groben Level vordesignen, wo welche Location ist und dann entsprechend dann auch den Ablauf der Geschichte, was da erzählt wird, wie das alles abläuft, die Cutscenes werden hier gemacht und so weiter und so weiter. Ich bin damals eigentlich aus der Fanbase gekommen, aus der World of Risen Community und habe dort viele Beiträge verfasst und so blöd es klingt, mein größter Traum war damals als Videospieler, ich wollte immer einmal die Piranha Bytes kennenlernen. Dann bin ich mit dem alten verrosteten VW Polo mit meinem Bruder nach Leipzig gefahren, von Ostfriesland aus. Und dann haben wir sie dort getroffen und sind wie bei Wayne's World in den Staub gefallen sozusagen. Das war sozusagen mein Einstieg in die Branche und man hat auch gesehen, dass ich gut und gerne auch was schreibe. Und hat sich dann wohl irgendwann überlegt, ob ich nicht Bock hätte, in diesem Laden zu arbeiten. Und Laden ist positiv gemeint. Ja, dann habe ich irgendwann einen Anruf bekommen. Ich wollte ursprünglich Lehrer werden. Ich weiß, ich sehe nicht so aus. Aber dann stand ich vor der Wahl, mache ich den Lehrerjob oder verfolge ich meinen Traum? Und dann habe ich hier zugeschlagen und ja, seitdem darf ich mich jetzt um Charaktere und Quests kümmern und ich bin nach wie vor hellauf begeistert, hier arbeiten zu dürfen. Das war's im Großen und Ganzen eigentlich. Gut, und als nächstes gehen wir zu unserem Geschäftsführer in seinem Büro. Hier sind unsere ganzen Akten, unsere Verträge. Renne ich hier jeden Tag so rum? Nein,
Die Gegend hier ist gut genug dafür und so fürchterlich bequem ist es hier im Sitzen dann auch nicht. Wir haben vor fast 20 Jahre her mit Lab angefangen. Noch zu einer Zeit, als man sich die Teile selber gebaut hat. Das erste Kettenhemd haben wir noch selber zusammen gehäkelt. Ja, gehäkelt mit schön vielen kleinen Ringen und Gedöns. 90er Jahre. Und dann später zwei Freunde und ich angefangen Lab zu spielen. Es ist heute Volkssport. Es ist auch nebenan zu dem, was wir machen. Rollenspiel, Rollenspiel, Rollenspiel. Es gibt Pen und Paper, es gibt Lab und es gibt Computerrollenspiele. Gut, und als nächstes gucken wir uns mal an den Art-Bereich. Ja, das heißt da, wo das Aussehen des Spiels und der Figuren und so gemacht wird. Hier werden Scribbles gemacht, hier werden Artworks gemacht. Hier wird bestimmt, wie die Figuren im Spiel nachher aussehen, welche Plattenpanzer die haben, wie die Monster aussehen, wie gefährlich die sind, welche Zähne die da haben, welche Klauen und sowas in der Art. Das wird hier alles gemacht. Ja, hier auf dem Monitor seht ihr die Spinnenkönigin. Die sollte ziemlich groß werden, deswegen war unsere Idee, dass wir die mit dem Hinterleib praktisch mit der Höhle verwachsen lassen. Und deswegen sieht man hier diese ganzen Schläuche, wo dann später Eier gespawnt werden. Das war eine Menge Arbeit, aber es hat sich gelohnt. Ja, ich habe hier den Stehschreibtisch und ich habe mir halt sowas schon immer gewünscht. Und jetzt stehe ich einen großen Teil wirklich und arbeite, was viel angenehmer ist. Dazu habe ich mir den Stuhl jemand mir geholt, weil man kann nicht eben den ganzen Tag stehen, da kann man sich wenigstens ein bisschen hinsetzen und trotzdem fast im Stehen arbeiten. Falls ich mal gar keine Lust habe zu stehen, habe ich zum Glück die Möglichkeit, den Tisch komplett runterzufahren. Auch mein Stuhl. Und dann sitze ich so ganz normal. Das war es auch schon. Ja. Wir sind auch nur eine kleine Firma von 25 Leuten in so einer kleinen Bude hier. Und wir haben hier ein Spiel zusammengezimmert, das heißt Risen 3. Das wird Mitte August erscheinen. Hat uns sehr gefreut, dass ihr hier wart. Und wir wünschen euch viel Spaß bei unserem Spiel. Tschüss!